Ja, ich würde mal wieder sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Notruf 112 hier bei mir auf dem Kanal. Ja, ich weiß, ich habe lange nichts mehr gebracht. Ich wollte letzte Woche noch was bringen, aber ich habe da nichts, keine Zeit für zu gefunden. Denn bei mir hat sich viel getan. Im echten Leben zumindest. Hallo Dominik, na was geht? Ich bin off, das finde ich scheiße. Hab ich nicht gesagt. Grüß mich mal. Grüße an den Einsatzfahrtenfilmer Ahus und Umgebung. Lukas Koch, hey ho. Ja, ich bin doch nicht off. So, ja, mal gucken. Ich habe ja mitbekommen, irgendwie gibt es jetzt Drehleitereinsätze. Hallo Ole. Oha, neue Soundeffekte. Kittelbob 1, 2, 3, 4. Hallo, auch hallo an den Tommy. Grüße an Lukas Koch. Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Nö. Gibt kein KLF. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, haben sie jetzt Drehleitereinsätze und Bugfixes. Wir können ja mal in die Patch Notes gucken. Patch Note da. Also, Changelog, Patch Notes. Da müssen wir ja gucken, weil da bin ich drin, oder? Nee, dann da. Gibt das auch auf Deutsch? Also die Wegfindung wurde optimiert. Cursor-Probleme wurden gefixt. Visualisierungsprobleme wurden auch gefixt. Animation-Bugs for NPCs has been... Okay, Animationsprobleme wurden gefixt. Die Virtualisation-Probleme mit dem RTW wurde gefixt. Wrong task switches and all commands while clear aware fixed. Okay. Hitmarkers improved. Okay. Bugfixes, when the menu was... Das kenne ich, das ist ein blöder Bug. Vermisste Texte wurden geedit, ich habe keine entdeckt. Falsche Zielmarker wurden präpariert, ja. All passing stairs... Front door of the building now opens automatically. Placement of host roles controlled by the AI. Ah, das war schön, die Drehleiter. Oh. Die Drehleiter lässt sich jetzt von NPC steuern. Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF. Cool! RTW 1. NEF 1. Flo, endlich habe ich. Oh nein, die Montagsphobie. Scheiße, morgen ist Montag.
da steht schon Streifenwagen. Was? Da steht ja sogar ein Polizist neben. Wie geil ist das denn? Also Landwirtschaftssimulator 2017 kann ich nicht empfehlen. Habe ich gezockt, kann ich auf gar keinen Umständen empfehlen. Hallo, Tor? Ja, macht mal was, Leute. Will ihr mal was sehen, Jungs? Mach. Hallo? Was war das? Ich habe nichts gedrückt. Hallo, passiert da noch mal was? Männers? Ihre Route wird berechnet. Ja, super, passiert gar nichts, also. Hauptmenü. Spiel starten. Geht ja gut los hier. Also dieses Dudeling nervt ein bisschen. Ich muss mal wissen, ob die da jetzt einen Fix drüber gelegt haben. Moment. Die Tür geht immer noch auf, wenn ich durchs Tor laufe und das Tor hochfährt. Haben sie nicht geändert. Schade. Was? Tschüss, nein, danke. Sehne, ich, in, ich habe, kam, optimal, still in. Okay. Ich verstehe es nicht, aber okay. Nee. Schön ist, wenn ich die runterklappe, geht der Motor an. Dann läuft der Motor. Flo, hast du mich auch vermisst? Natürlich, ich habe euch alle vermisst. Nee, ich. Ja, Tommy, ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen möchtest. Oder versuchst zu sagen.
Hallo Mr. Bim Bim. Ich habe dich heute gesehen und habe dir keinen Krebs abgegeben. Hä? Ach so. Ja. Dafür müsste ich dich eigentlich nicht mal blockieren, aber ich bin zu voll rostet haben. Ich grüße Fabian Schmidt. Natürlich grüße ich auch meine Montagsphobie. Mach mal das Hydro-Schild an. Hydro schreibt man H-Y-D-R-O. Und Texturfehler. Texturfehler. Die RTW sind immer noch viel zu klein. Kommt jetzt wieder täglicher Stream. Ich glaube, diese Woche kommt gar kein Stream. Wenn vor 22 Uhr kommt, nichts. Denn ich werde bis 22 Uhr arbeiten. Und nach 22 Uhr wird keiner von euch mehr da sein. Da müssen wir hin. Das muss ich mir angucken. Das wird lustig. Achtung, Brandschutz. PKW-Brand Autobahn. Einsatz für ELW LF24. Notruf, Notruf! 1, RTW 1. Wann kommt irgendwie bei Feldes, wenn ich mal wieder was von Felix gehört habe? Abfahrt! Los, Hupe, Trompete, tüt, tüt, tüt. Das muss ich mir jetzt rein tun. Da lasse ich den NPC jetzt fahren. Das wird zu lustig. Ich glaube, der lebt noch. Dann sehe ich aber nicht das Lustige und die Person bangt immer noch rum. Warum geht permanent der Warnblinker an, wenn der fährt? Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Was passiert hier gerade? Oha, ich sehe den PKW brennen. Ah, der NPC kann ein Auto fahren. Hallo Benjamin. Grüße an den Benjamin. Die schmecken voll. Tut mir leid, aber die schmecken richtig super. Und ich dippe schon, also dürfte es nicht ganz so laut sein. Leute, da war keine Polizei. Warum war da keine Polizei? Wo ist meine Polizei?
ich esse. Ja, Stapelchips. Da steht keine Politik. Nur nochmal. Nur nochmal zur Information. Es stand keine Polizei da. Und wir müssen keine Verkehrsabsicherung durchführen. Nein, das ist lebensmüde. So, was macht der denn da vorne? Kaum gucke ich hin, schon fängt an zu löschen. Ist das Mobbing? Ja, ja, ich glaube schon. Geil ist, die Abfahrt kennt ihr alle noch gar nicht. Von wann ist der Patch? Das ist der aktuellste. Oh, ich muss wieder aussteigen, um dieses... Nö. Kann ich jetzt einsteigen? So. Dieses Dülüm, 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 Dülüm nervt so ein little bit. Nö. Nö, löscht man nicht immer mit Schaum. Situationsbedingt. Bei der Feuerwehr gibt es kein Immer. So, wie steht es denn? Also, ein PKW-Brand wird im überwiegenden Sinne mit wie heißt es gelöscht? Mit Schaum. Muss aber nicht. Man kann einen PKW-Brand auch ohne Schaum löschen, so wie hier mit Wasser. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ein PKW-Brand mit Schaum ausgemacht werden muss. Wenn der Motor brennt, muss man keinen Schaum nehmen. Das habe ich nicht in der Grundausbildung gelernt. Welche Löschwirkung hat Schaum? Wenn du so gut Bescheid weißt, dann sag mir bitte, welche Löschwirkung Schaum hat.
grüß dich. Ja, grüße zurück, Alexander. So, Dumme. Was ist, guten Abend, Philipp, was ist die Hauptlöschwirkung von Schaum? Dumme, ich will jetzt eine Antwort haben. Du hast das Thema angefangen, du dürfst es jetzt auch beenden. Warum war ich in den letzten Tagen nicht live? Weil sich bei mir recht viel getan hat. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt recht oft und lange und... Ja, bei mir im Privatleben hat sich auch einiges getan. Deswegen war ich in den letzten Tagen nicht... online. Ole, auf Wiedersehen. Ole, ole, ole. Alter, müssen die jetzt einmal um Lokos fahren? Genau. Schaum ist aber auf manche Stoffe, wie formuliere ich das? Schaum kann bei manchen Stoffen zerfallen. Ich meine, Alkohol zum Beispiel. Schaum ist nicht alkoholbeständig. So. Und man kann nicht alles mit Schaum löschen. Und ein PKW-Brand, Schaum hat auch noch eine kühlende Wirkung, genau wie Wasser. Wasser hat überwiegend nur eine kühlende Wirkung und Schaum überwiegend nur die erstickende. So, aber ein PKW-Brand kann man auch mit Wasser löschen. Und da das hier eine Berufsfeuerwehr ist, wird hier überwiegend mit Wasser gelöscht. Aber Philipp, die Antwort wollte ich eigentlich vom Dome haben. Und in der Grundausbildung könnte die auch erklärt haben, wie man ein Auto zerlegt. Im Einsatzfall dreht sich das alles wieder, weil das Auto kann in sonstigen Situationen da stehen, liegen, verkeilt sein und verklemmt sein und dann geht das nicht immer alles so wie in der Grundausbildung.
Man kann mit Hohlstrahlrohrschaum auch einen PKW löschen. Genau. Will ich auch nicht abstreiten. Aber, wie heißt es? Trotzdem bräuchtest du einen Zumischer, auch wenn das Fahrzeug einen eingebauten Zumischer hat. Und wir könnten, also wir löschen PKW-Brände über die Fire-DOS-Anlage. Da wird ein 0,01%iger Schaum, nee, 0,1%iger Schaumgehalt mit ins Wasser generiert. Und damit löschen wir. Damit löschen wir auch Gebäudebrände. Moin, Kevin. Moin, Yannick. Huch. Einsatzbericht, Datum 5. September 2016. Uhrzeit 9.13 Uhr. Einsatzzeit 15 Minuten. Einsatzort A42. Alarmierung, PKW-Brand auf Autobahn. Ausgerückte Einheiten, ELW 111.1, LF24, 1646.1, 1642, TLF 1241, RTW 1831. Auf der Autobahnausfahrt auf der Autobahnauffahrt statt auswärts kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer PKW-Brand. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand der Motorraum des Fahrzeuges in Flammen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen, bevor er die Feuerwehr alarmierte. Der Autobahnabschnitt musste während des Einsatzes gesperrt werden. So, jetzt was Schönes. So, Einsatz bitte. Ich korrigiere, schöner Einsatz bitte. Kannst du mich grüßen? Natürlich grüße ich den Kevin Kleinschmidt. Hier wird immer noch die Taste 8. Auf den geringsten. Also auf die niedrigsten Grafikeinstellungen spiele ich.
Oh, geht immer noch nicht auf. So, ja, jetzt hier mal Gebäudebrand, Einsatz für die Drehleiter, sowas in dem Dreh. Ich würde es feiern. Na, passiert jetzt auch noch mal was? Hallo, mach was. Einsatz, schöner Einsatz. Oh, komm schon. Okay, mal gucken, ob sie meinen Türbug schon gefixt haben. Du brauchst jetzt. Was? Das brauche ich jetzt. Schöner Notruf 112 streamen. Endlich. Ja. Gern geschehen. Du musst nur noch was passieren, dann ist er noch schöner. Einbruchmelder ausgelöst. Achtung, Brandschutz. Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW LF 24 DLK 2312 TLF 1 RTW 1. Ich weiß es nicht. Dornenkammer. Jo, 1, 4, 2.
Nein, ich will nicht. Schön, dass jetzt schon mal truppweise gehen, aber es bringt nichts, wenn der eine ein Atemschutzgerät drauf hat und der andere nicht. Oh, Feuer aus. Hallo, Francesco. Fahre mit zur Feuerwache. Oh, wie die Drehleiter einfach noch die Heckblaulicht anhat. Wow. Grüße an X-Streams. Das sieht komisch aus, aber okay. Einsatzdauer 5 Minuten. Dornenkampf, Heimrauchmelder ausgelöst. In einer Wohnung löst ein Heimrauchmelder aus. Am Einsatzort angekommen, musste sich der Löschtrupp Zugang zur Wohnung verschaffen. Da die Bewohner nicht anzutreffen waren, in der Wohnung konnte kein Brand festgestellt werden. Hallo Claudia. Wie geht's Marco? Das ist doch schön zu hören. Wie geht's mir? Ja, mir geht's gut. Melder-Alarm Cut 1. Och, nee.
Haspeln sehen gut aus. Gefallen mir. Der Haspelaufbau gefällt mir nicht, weil ich glaube nicht, dass die zwei... zwei Haspeln zur Wasserentnahme haben. Eine müsste in der Regel zur Wasserförderung von Siedler. So, hier jetzt meinen schönen Einsatz, bitte. Ja, mir ist auch langweilig, weil hier passiert nichts. Wow, das ist langweilig. So, Einsatz, ich komme. Von mir aus. Warum fährt so einem LKW-Brand die Drehleiter mit Korb mit?
Also, das nächste, was mich hier gerade leicht irritiert, ist, ihr seht, First Person geht nicht. Also, das hier ist kein Blinker. Das hier ist auch kein Blinker. Das kann ich euch garantieren, dass das kein Blinker ist. Das sind Positionsleuchten. Die blinken nicht. Ja, was hast du gemacht? 1, 2, 3, Feuerwehr. Warum? Ich weiß, wo der schwarze ELW ist. Den brauche ich nicht suchen. Ja, ich glaube, er liegt da alleine, aber falsch formuliert ist es. Kann man mit dem Einsatz machen? Ich glaube nicht. Nein, fahr mich nicht an! Mahlzeit, Tom. Huch, was leckt es denn so?
Always look on the bright side of life. Hi, ich bin auch am Start. Kannst du mir mal bitte sagen, was sich jetzt geändert hat? Wenn ich es gefunden habe, werde ich es dir gerne sagen. Wir haben uns gerade die Patch-Notes durchgelesen. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Die haben die Position von ihm geändert, deswegen gehen sie. Warum ändert man die Position vom schwarzen ELW? Was für einen Sinn hat das? Aha. Ja, ich sage da mal nur mein Beileid für deinen verstorbenen Kameraden. So.
gehen wir mal ein bisschen erkunden. So, ich weiß, wo viele, viele, viele Garagen waren. Boah, was leckt das Spiel denn so? Kein schwarzer EW. Davon auch noch mal rein. So. Ja, da steht auch nicht drin. Ich werde jetzt zur Wache fahren. Oder so. Und wollte sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es wird bald wieder sein. Ich kann euch nichts versprechen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!